So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben bei Henrys Grab gebetet und ja, jetzt sind wir bei den Wölfen gelandet. Kamur, und den sollen wir besiegen. Das kriegen wir doch hin. Hoffe ich. Und noch mehr Wölfe. Ja, deswegen bin ich doch hier. Was ist genau hier passiert? Come to think of it, you're not from our village, are you? How did you end up in a dangerous place like this? You must leave. The wolves will be here soon. If you head downhill, you'll find the village. You'll be safe there. Wohin gehst du denn? I have to look after the others here. The wolves attacked and the people in the abbey weren't able to flee the village. There are young children among them. We must rescue them quickly. If they're still alive. Okay, lass uns unsere Kräfte bündeln. Really? It will be dangerous, but thank you. There was no one inside or behind the abbey. Let's look below. Okay. Wir sollen ihm folgen, das kriegen wir doch hin. Hey, I hear children. Oh no, there are wolves here too. So scared. I didn't want to be. Did you come here to save us? I want to go home. Komm mit mir. Really? Thank you so much. Because of this, Kale, so many people. I couldn't save everyone, but thanks to you, the children are safe. The wolves could be back any minute. I must get them to the village. Schaffen wir. It won't be easy to protect the children while we make our way down in the dark. Can you help me once more? Natürlich. Thank you. I don't know where you came from, but I'll never forget your kindness. Oh, I haven't properly introduced myself yet. My name is Henry Kassler. Would you mind telling me your name? Nenn mich. I won't forget. I'll lead the way. Please check on the children to make sure they're keeping up. Okay. Dann los. What if there are wolves hiding in the forest? I'm scared. Ja, dann schneller. Komm. If we follow Henry and his friend, everything should turn out all right. Die sind jetzt auch nicht... Ja, lauf doch noch mehr durch den Wald. This way. Hurry. I hear someone in the house. This way. The door is locked. It's okay, the wolves are gone. Please open the door. Die Tür lässt sich nicht öffnen. It's broken. What do we do now? Hier drüben. Okay. Ah. Natürlich kann ich die Wand einreißen, aber nicht die Tür. Nö. Hallo, ich bin hier, um dich zu retten. Natürlich. Gathering. The Morvesens. It's another Alpha Wolf. Henry, no!
Oh oh. Manchmal fokussiert er keine Gegner an. Das nervt mich ein bisschen. Gerade wenn ein Gegner stirbt, dann geht er nicht zum nächsten über. Ich muss mal gucken, ob man das im UI einstellen kann. Wisst ihr das? Das ist schon, wenn mehr als einer kommt, dann bleibt er einfach stehen so. Das Problem hatte WoW am Anfang auch, war ziemlich nervig. Die haben sehr lange gebraucht, um da einen guten Mechanismus zu entwickeln. Sprich mit Tapi. Ach so. Was flüsterst du da? Natürlich kommt mir das seltsam vor. Okay. Ah, das wird doch nicht schlimm. Let's hit the road again. No more breaks until we get to the village. You can do it, right? Ja. Ah ja, Sori. Los jetzt. Keine Zeit zu verlieren. Er hätte vielleicht doch noch eine Rüstung herstellen sollen. I must the village is straight ahead. Can you bring them to the village for me? Warum kommst du nicht auch mit? I have to go back to the abbey. Iskael will be there soon. Der Bug, dass immer dieses komische Zeichen auch in den Sequenzen ist, ist ein bisschen blöd. Lately I've been having the same mysterious dream. In that dream I'm attacked, just like today. And in the end I face Iskael alone at the abbey. In my dream, only I know how to defeat Iskael. And after that battle, an age of peace returns to Castleton. Now I understand the meaning of the dream Hamel sent me. I know what I have to do. I'm not sure why Hamel chose me. I just know that it is my duty. My duty. I think it's already begun. The wolves are coming. We must protect the children. I'll take this side. Zack. Easy. Okay. We are out of time. Lass mich dir folgen. I ask you once more. Please make sure that the children make it to the village safely. And... Oh oh. Oh, die kann alle Wölfe ja wiederbeleben. Oho. It's Iskael. The wolves have been resurrected. Please protect the children until the end. You beasts. Over here. Okay. Wir müssen die Kinder beschützen. Und hallo, Helena! Oh, oh. Willkommen, willkommen zur Action mit den Wölfen. Zack. Du stehst wohl auf das Spiel. Du spielst es ja jetzt schon. Ja, zum zweiten Mal. Ist ein schönes Spiel. Ein paar Sachen sind halt sehr merkwürdig, nicht? So die Kaufmechaniken, man wird halt verleitet dazu, irgendwie so ein Pässe abzuschließen, um besser zu sein. Aber... Oh, Daddy finally came back. Daddy! Das ist sonst gut von der Story und so, das macht Spaß. I thought I'd never see my daughter again. I don't know how to thank you. Are you Henry's friend? I heard that Henry went up to the abbey alone to save the children. No, that can't. Iskael is a monster. Iskael is a monster, ja. Stand against him alone? Wir müssen ihm helfen. If he went to fight Iskael, it
be killed in a heartbeat. I hope. Uh-oh. Und da sind wir zurück. Starborn. You have the power of Iskael and the heart of Henry. Any power is but a sword, and it will obey the will. Uh-oh. Now, wake up from the nightmare and choose your own. This little one is ready too. Der kleine fliegende Teddy aus Irland. May you have a glorious journey. Okay. While you were standing over Henry's grave, the spirit of the divine beast Hamel appeared. As he used his mysterious power, a vision of the abbey where Henry and Iskael fought unfolded before your eyes. What was Hamel trying to tell you? If you are able to control the dangerous astral force, where will your path lead? Okay, ein Ölbehälter, der auch da war, als du Henry getroffen hast. Rußspuren sind drauf. Okay, und mit dem können wir in die Vergangenheit. Nochmal. Oh oh. Hamel, the sacred deer of the Blackhow Plains, met his demise. And his death heralded Iskael's return. Those who fled from the wolves found themselves isolated in the abbey. Iskael, with the power of the star fragment and backed by a pack of ravenous wolves, set upon them. While the people cowered in terror, Henry rose to the occasion. He had always admired Hamel's courage, and he took heart from it now, urging the others to escape. As Henry desperately battled against the wolves, Iskael rushed towards him. Henry knew of Iskael's weak point. Hamel had come to him in a dream, showing him what he needed to know, and so Henry hurled his torch at the bottles of lamp oil in the storeroom. The oil ignited instantly, and with each fiery explosion, the very ground beneath their feet trembled. Henry was caught in the flames, along with Iskael. All that remained when the others returned to the abbey were the bones and ashes of Henry and the wolves. Now the people of Castleton hold a wolf hunting contest every year to honor the courage and sacrifice of the young hero. Sehr schön. Der letzte Kampf abgeschlossen. So. Und danke für 3 Likes. Bei dem Spiel schon eine Seltenheit. Ich glaube, das haben ganz wenige auf dem Schirm. Ihr könnt das alle spielen. Das ist free to play. Lasst euch nur nicht von diesem Scam-Teil reinziehen, dass ihr irgendwelche Pässe kauft. Ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig. Außer ihr wollt wirklich Hardcore Nummer 1 Spieler werden. So, gleite, bla bla bla. Wohin? In die Richtung. Kriegen wir hin. Und jetzt müssen wir uns die Flüsterinsel angucken. Oh. Ja, hier war ich doch gerade erst. Oh.
head a pee. Me, I had a pee. Papa, do you had a pee? Meow, put it down. Ween, happy. Had a pop, was I had a pee. Oh, was ist los? Du Pigoma. Miau, Pig. Du Pigoma, Pig. Hui, hätte ich ein Pig. Okay. Und können wir uns jetzt unser eigenes Ding auswählen? Das wäre gut. Was ich zum Beispiel beim MMO, wenn ich das spiele, immer wichtig finde, ist halt auch rein deutsche Server oder so. Finally it spoke. It said farewell until the day we meet again and wished you well on the path ahead. You were okay. Parted from the little friend who had been by your side from the beginning, continuing your journey alone. Okay, wir haben jetzt ein neues Amitoy. Amitoy kannst du im Fenster überprüfen, diverse Effekte etc. Okay. Wieder mehr neue Sachen. Inventar ist voll. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die Aufgabe so ausartet mit den Wölfen, nicht wahr? Ich wollte da kurz hin und dann gleich so viel Action und so eine Geschichte. Und dann ist auch noch gleich die ganze Story vorbei von dem Akt. Okay, ich kann da irgendwie wieder nichts wegkriegen an diesen Sachen. So, Verwandlung. Rennen. Wir können jetzt Schattenskull sein. Boah, nö. Finde ich nicht so schön. Da haben wir weiterhin nur den. Hier können wir der sein. Und das, oh, das geht langsam. Interessant, 15 von 30. Und Codex ist noch irgendwas. Hier haben wir nicht alle Aufgaben abgeschlossen. Wir brauchen eine ungewöhnliche oder höhere Rüstung. Um eine Stufe verbessern, das müssen wir noch machen, ja. Und den Wolfsfang-Wettbewerb müssen wir noch machen. Der startet um 15 Uhr, das heißt in 8 Minuten. Dann können wir auch wieder irgendwelche Punkte und Belohnungen abholen. Und unser Charakter braucht auf jeden Fall eine Rüstung. Wir haben sogar noch einen Punkt, dann würde ich wieder auf Geschicklichkeit gehen. Wir haben einen neuen Titel, Kundschafter des Schicksals. Finde ich gut. Kundschafter ist ein guter Name. Ah, okay, und wir hätten zwei Sets hier unten zur Auswahl, oder was? Drei sogar. Warum muss ich da immer raufklicken, um dann wechseln zu können? Merkwürdig. Nee, aber wir bleiben bei unserem Z1 erstmal. Wir haben sogar einen Angelköder. Ich wüsste gar nicht, wie man angeln kann. Genau, Rüstung. Wir haben auf jeden Fall verbesserten Kopfschutz. Wir haben verbesserte Handschuhe. Das heißt, Hose und Rüstung fehlen eigentlich. Die müssen wir auf jeden Fall hochbringen. Das ist ja auch eine Aufgabe. Ah, nein! Ich wollte hier lang. Aber das Fliegen und das Anspringen von den Sachen, das funktioniert alles sehr, sehr smooth. Fähigkeitenforscher, gemischt waren.
specific ingredients? Wo war sie denn? Dorfarbeiter? Rüstungshersteller. Hier muss sie sein. Waffen, da Rüstung. Ja, wir brauchen stronger Armor. Ich weiß immer noch nicht, was ich hier nehmen soll, was für uns das Beste wäre. Also Stärke nicht. Weisheit, Mana, so halb, nicht? Gesundheit, ja. Trefferchance, aber Trefferchance 20 finde ich irgendwie sehr arm, nicht? Erhöht aber Nahkampf- und Fernkampfverteidigung. Ja komm, lass uns die hier herstellen. Ob die gut ist oder nicht, sehen wir dann im Licht. Oh, kriegen wir noch eine Hose hin? Was kann die Hose denn? Kritische Trefferchance 20. Maximale Gesundheit. Fernkampf ausweichen. Warum denn immer ausweichen? Nahkampf ausweichen. Ich will Angriff. Aber gut, wie soll eine Verteidigung auch einen Angriff erhöhen, nicht wahr? Höchsten Beweglichkeit oder so. Okay, können wir die herstellen? Nehmen wir einfach. Besser haben als brauchen. Schuhe? Ich glaube, Schuhe hatten wir, nicht wahr? Wir könnten irgendwelche Pulver herstellen. Ah, das ist mir... Oh, da muss man sich echt reinfuchsen, nicht wahr? Wenn man das so ein bisschen nur als Gelegenheitsspiel spielt, ist sowas echt schwierig. Okay, was haben wir hergestellt? Die Rüstung. Und die Hose. Schuhe könnten wir auch noch verbessern, ja. Sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Okay, kriegen wir noch Schuhe bessere hin? Dann gehen wir auch hier Bewegungstempo. Oh. Plus 6. Warum ist es rot? Ach, das Bewegungstempo wird entfernt, wenn wir Rüstung anlegen, nicht wahr? Na egal, komm. Nehmen wir. Oh, die Sonne fängt an zu scheinen. Das ist ja schön. Also in echt. Wir waren nämlich heute schon draußen einkaufen auf dem Markt. Aber das Wetter war so scheiße, dass ich gesagt habe, ah, dann spiele ich lieber, anstatt rauszugehen. Aber jetzt, wenn die Sonne kommt, sind wir der schwarze Ritter. Naja, gut. Ausrüstungsverzauberung. Rachel told you to develop your armor to withstand high impact attacks. You'll have to learn to craft better armor pieces and improve them to prepare for tougher fights ahead. Dann können wir die noch auf 2 hochbringen. That armor you're wearing? It's brilliant. Natürlich ist meine ja. Sehr schön. Ah, nicht, man hat so, man klickt, es sieht gut aus, aber so einen richtigen Bezug habe ich dazu nicht. Weil überall irgendwas verteilt ist. Okay, wieder irgendwelche Punkte, wieder irgendwas eingesammelt. So, damit haben wir die Aufgabe hier erledigt. Das heißt, jetzt eigentlich nur noch die Wolfshand müssen wir machen. Und wir können hier verschiedene Amitoi machen. Aktuell haben wir aber nur den Waldsämling Frostfind. Oh mein Gott, ein Pinguin. Okay. Wahrscheinlich sind die aber hier
von Events und anderen Sachen geprägt. Mal gucken, wo wir die alle dann über die Zeit vielleicht kriegen oder nicht kriegen. Wahrscheinlich viel mit Geld bezahlen, nicht wahr? Okay. Waffenverbesserungen könnten wir nochmal gucken. Oh. Toiho, just leave your things with me, my friend. Beziehungsweise Stab und Co. haben wir ja. Dann ab nach Norden, würde ich sagen. Und zu den Wölfen. Was sagt ihr denn zum Spiel? Ich finde, es hat wenig... Es findet, glaube ich, wenig Anklang, nicht? So generell. Habe ich zumindest im Eindruck. Ich glaube, es ist so eher so ein... Ja, nicht europäisches Ding. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben oder in den Chat. Ich finde es auf jeden Fall so grundsätzlich süß gemacht, wenn das UI nicht wäre. Und halt das Drumherum. Okay, ich will da hoch. So, von hier können wir nämlich dann direkt bis zum Lager fliegen. Dann kommen wir pünktlich an, nicht wahr? Okay, da sind wir. Beginnt in 3 Minuten. Sehr schön. Können wir noch irgendwas machen in den 3 Minuten? Verwandlung. Das ist das. Okay, Amitoy ist das. Wächter haben wir noch nicht. Kapitel 5 erst. Das war Lithografie. Achso, da müssen wir die Sachen erst finden. Herstellen. Okay, da können wir nur gucken. Das haben wir gemacht. Die Verzauberung. Wir haben zumindest die wichtigsten Sachen auf Level 2. Das sollte auch helfen. Kochrezepte. Gekocht haben wir noch gar nichts. Gut, wir haben auch noch nicht wirklich Kochsachen gefunden. I have a small announcement to make for contest participants. Eventkalender. Listen, if you ever get surrounded by wolves, don't hesitate to ask for help. Okay, Platzierung. Hunters should have each other's backs at all times. Make sure that you help each other whenever possible. Na ja, ja. Okay. Beginnt in 1 Minute 47. Wir können ja schon mal... Trickstab. Okay, wir sind prepared. Oh Mann. Ich kann das nicht, wenn Sachen hier nicht markiert sind. Ach so, dafür. Muss das immer alles wegmarkieren, nicht wahr? Ging er los? Eine Minute. Okay, eine Minute haben wir noch. Und hallo Paul. Was ist das für ein Genre? Ein MMORPG ist das. Und ich würde sagen, ich werde ein bisschen die Wolfsjagd machen. Und die skippe ich in der Folge, weil die geht, glaube ich, eine Stunde oder so. Deswegen mal gucken. Das nehme ich nicht alles mit in die Folgen auf. Wir werden uns danach wiedersehen. Bis gleich.